Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zu Zelda Breath of the Wild. Ich bin das letzte Mal stehen geblieben, als ich hier ein paar Sprengungen durchführen wollte. Oh, cool. Schrein und... Wee wee? Was wee wee? Dieser glücklich, man kann... Oh. Was soll ich mit den Sprengfässern machen? Und wo ist mein kleiner Croak? Hopp, 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 hopp. Geld? Wo will er hin? Was denn? Wohin mit dir? Da oben? Oh, ja, ja. Hier? Willst du? Was ist mit dir? Hä? Ist gar nicht hier drin? Oder bist du einfach doof? Ich mach erstmal den Schrein. Erstmal den Schrein. So. Hi. Leck mir am Arsch, lass mich in Ruhe. Blödes Vieh. Flammenborn, das Volk der Shika soll diese Energiespeicher gebaut haben, deren blauen Flammen seit 10.000 Jahren nicht erloschen sind. Die waren ja schon ziemlich crazy. Aber was für Zeitspannen. Kraftprobe, ha? Huh? Was für unglaubliche Zeitspannen. In dieser Spielereihe. Das ist der Hammer. Habe ich nix voll aufgewertet? Nee. Das ist natürlich 4 Sterne. Und die Hose hat aber 20. Aber mein Dingsschutz natürlich nicht. Naja, sexy. Egal. Ist ja auch nur Kraftprobe leicht. Bisschen OP hier reingehen. Why not? Aber dieser Falkenbogen, der geht einfach nicht kaputt, ne? Hallo? Ja, kleine Wächter-Axt ist süß jetzt irgendwie, aber braucht man natürlich nicht großartig. Lass mal halt liegen. Schauen wir mal, was in der Kiste drin ist. Das würde ich natürlich ungern liegen lassen, weil ich dann wieder so einen nervigen Schrein hier liegen habe, der mir noch anzeigt, dass er geplündert werden will. Oh. Sexy. Für so einen einfachen Schrein, why not? Hallo. Ich hätte gerne ein Zeichen. Bewährung, wenn möglich. Einen noch, dann könnten wir anfangen mit Herzen, ne? Boomerangs, wirfst du sie mit Hilfe von R, fliegen sie einen Bogen und kehren dann zu dir zurück. Das ist wunderbar. Aber hey, seht mal. Wir haben 79 Schreine. Wie viele gibt's? 120? Oder? Aber ich finde, wir machen uns mit den Schreinen echt gut. Oh ja, Sir, das tun wir. So. Croakisierte Maske. Wie wär's mit Kletterscheiß? Oh, das sieht ganz cool aus so. Croak. Muss das regnen? Na! Hoch mit dir! Ich versuche einfach mal
Na komm schon! Yes! Schaut mal. Da vorne. Aha! Besten Dank, mein komischer kleiner blauer Eiskrog. Tschüssi. Maske, gibt Ruhe. Was ist da los? Ein Stein. Cool. Da ist ein Fuchs. Und mein Wolfi könnte ich mal wieder auspacken. Klick. Und so, der Wächter, da hatte ich ja jetzt eigentlich schon wieder Bock auf Krawalle, aber wir müssen ja... Hast du jetzt den Wolf umgeboxt? Nee. Egal, geh spielen, ist okay. Ich wollte das sehen. Und, oh. Sehe ich das richtig auf dem Bild, dass dieses kleine Fitzelding rechts neben dem Schloss. Das sieht so aus. Also müssen wir dafür wohl in die Nähe vom Schloss. Allerdings heißt das ebenfalls, dass ich mich daran orientieren könnte. Wenn mal besser Wetter ist. Das wäre nämlich voll toll. Aber hier sind wir schon sehr nah am Schloss. Am besten teleportiere ich mich einfach mal und gucke, ob sich das Wetter ändert. Aber wenn der Burgfried oder was das sein soll, ist das... Ja, wenn es eins von diesen Nupsis hier ist, dann bin ich hier eigentlich schon ziemlich richtig. Naja, schauen wir mal, was wir noch so finden, aber bitte bei besserem Wetter. Ansonsten werde ich jetzt gleich mal gucken, was wir für Ställe in der Nähe haben und hoffen, dass Kangis mir einen Tipp dafür gibt. Das wäre voll toll. Nee, Regen muss natürlich immer noch sein. Aber ja klar, ist ja auch nicht Xenoblade. Was ist da hinten? Was ist da? Ach so, das ist, hey, wenn es regnet und gerade die Uhrzeit ist, dass der Herr der Wildnis da rumgammelt. Wieso? Gucken wir nicht mal eben, ob ich den jetzt krallen kann. Ich habe ja jetzt 3 Ausdauerleisten. Und selbst wenn er nicht, also selbst wenn er sich nicht fangen lässt, kann ich immer noch Fit-Karotten sammeln. Was cool ist. Scheiße, hier ist kalt. Das ist doof. Ich ziehe einfach eine Feuerwaffe an. Ich habe keinen Bock mehr jetzt. So. Weil ich muss ja auch Schleichklamotten tragen. Wir. Da sehe ich da schon diesen ersten. Schön, dass du mir den blöden Rubin in die Fresse schmeißt. Danke. Sieht er sich, wenn ich so ein Häschen schieße? Cool. Sehr cool. Okay, Dude. Prepare to get wrecked. So.
Shushu! 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 Shushu, shushu, shushu! Yeah! Hallo! Oh, der hat ja zwei so komische. Okay. Cool. Dann zeig mal, was du kannst, du Gaul. 5 Nupsis. Na gut, fliegen kann er natürlich nicht, ne? Ja. Dreh halt. Ey. Ist mit dir? Ja, und jetzt? Wo willst du runter? Sag nicht, ich hab dich jetzt festgebackt. Nein! 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 Es ist jetzt nicht dein Ernst! Nein! Ja! Komm, renn da hoch, du blödes Teil! Es ist nicht dein Ernst, dass ich den da festgebackt habe! Nein! Ich glaub das nicht. Ja, danke. Rutsch da einfach runter. Es ist... Aber cool, wie er sich an so einem Stück Mähne festhält. Ich will den jetzt... Ey, es ist unglaublich, ne? Du blödes Vieh! Herr der Wildnis am Arsch! Du blödes, verbacktes Tier! Ja, danke, nein. Na, deine Mama, ma. Maxi-Echse? Cool. Und ich frag mich... Warum die Echse nicht abhaut? Nein! Hey! Nein! Nein! Du Hurensohn! Ist jetzt nicht dein Ernst! Dafür? Dafür? Ey, jetzt will ich's aber wissen. Wie soll ich denn da von diesem blöden Berg manövrieren? Oh, da oben war ein Dragon. Wie lange am Stück du galoppieren kannst, hängst vom Pferd ab. Suche nach einem lauffreudigen Wildpferd und reite es zu. Mhm. Also ich kann am Verhaltensmuster der Pferde ablenken, absehen, deduzieren, wie sie sich dann wirklich verhalten. Okay. Cool. Nee, Primetime ist jetzt natürlich um, ja? Fick dich. Fick dich ernsthaft. Du blödes Teil. Aber ich kann ihn zureiten mit 3 Ausdauerleisten, ohne mir irgendwie... Ohne mir irgendwie Ausdauer dazu fressen zu müssen. Ja. Ja, natürlich. Mein Fehler. Ah, klick, 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 klick. Die Karotten, da bin ich aber scharf drauf, wenn ich gerade schon hier bin. So. Naja, zumindest ein bisschen Kohles hat der Ausflug gegeben. Und Maxi-Echsen. Because schleichen. Ja, schön. Cool. Toll. Whoops. Wenn es jetzt die ganze Zeit noch weiter regnet, werde ich mir um das Schloss drumrum. Schaut mal. Da ist ein Stall. Stall des Waldes. Und was bist du? Stall von Marita. Ich probiere es mal bei dem.
und guck, ob Kangis da rumkackt und mir zu irgendwas, irgendeinem Bildchen was sagen kann. Ja? Feuer und Bombenfässer. Ja. Das ist, das klingt einleuchtend. Ja. Feuer und Bombenfässer klingt sehr einleuchtend. Bombenfässer, wenn du einen Feuerfall triffst, eine brennende Waffe bewirfst. Okay. Ich glaube, ich werde zwar nicht eine von meinen schönen brennenden Waffen weg, obwohl. Wenn, wenn die kurz vorm Zerbrechen ist, kann ich auch eine brennende Waffe am Fass werfen. Es wird zwar selten vorkommen, aber hey, die Option zu haben ist ja nett. Stell dir mal vor, du wirfst so ein Feuerschwert am Fass und wunderst dich, warum es nicht funktioniert. So. Komplett falsche Richtung. Natürlich. Da ist ein Stall. Und da ist das Schloss. Es sieht aber auch schon gar nicht schlecht aus. Schaut mal. Eigentlich sieht das wirklich gar nicht schlecht aus. Könnte das an dem Baum da vorne sein? Könnte das sein? Es ist so ein einsamer Baum in dieser verdammten Ebene. Das könnte schon sehr gut sein. Oder irre ich mich da? Ah, ah, ah! Das ist immer noch mein Loot, Alter! Gib mir das! Und was haben wir hier alles? Nachttempo. Ist jetzt aber nicht immer aktiv, oder? Aber gut zu wissen. Lotus! Lotus immer fein. Was haben wir hier? Wee-wee ist ja schon mal gut. Da ist mein Flashback, ja. Cool. Das ist sehr schön. Jetzt habe ich zwar wieder die blöde Maske auf der Fresse. Und ich glaube, da oben in dem Baum hängt mein Krog. Kann das sein? Schön. Die Blumen von Hyrule sind nicht nur schön anzusehen, sie werden auch als Farbstoffe oder Heilmittel verwendet. Oh. Das hier ist ein Prinzessinnen-Enzian. Die sind vom Aussterben bedroht. Ja, pflück ihn. Man wollte sie retten und hat versucht, sie in Gewächshäusern zu züchten. Aber sie gedeihen nur in der Natur. Diese Blume hier, vielleicht ist sie sogar die letzte ihrer Art. Vielleicht. Oh, hey, guck mal hier. Die sind schon lange als Delikatesse begehrt. Jetzt hat sich herausgestellt, dass sie Wirkstoffe enthalten, die die Leistungsfähigkeit erhöhen. Ich erforsche gerade ihre Wirkung und ein paar Freiwillige im Schloss helfen mir dabei. Aber jemand mit deinen außerordentlichen Fähigkeiten fehlt mir noch. So jemanden brauche ich noch als Versuchskaninchen. Na los! Ist schon! Okay. Witzig. Und direkt geht die Maske wieder ab. Aber natürlich steht hier jetzt kein Enzian rum. Hat die 100 Jahre nicht besonders überdauert, das Ding, ha? Ja, hab ich. Tschüss. Botsch. Und damit fehlt mir jetzt...
Wo kann das sein? Da muss ich jetzt... Okay, wir haben die 20 voll, aber... Da werde ich jetzt kein Gesuch suchen müssen. Nun, Leute. Ihr könnt immer gerne liken, abonnieren, kommentieren und oder teilen. Wir werden uns in der nächsten Folge dann wohl auf die Suche nach Kangis machen und mit ihm reden und diese Kacke hier versuchen zu finden. Weil das hier scheint mir ziemlich, ziemlich sicher der ein Burgfried im Schloss Hyrule zu sein. Alright, ich bin raus für heute. Blank out.